wenn Sie einen Partner haben oder einen Ehepartner oder eine Mutter, Vater oder einen engen Vertrauten, der in die andere Welt gegangen ist, wo ist das Problem, mit dem auf einmal wieder zu sprechen? Ich habe ja vorher auch mit dem gesprochen. Skada, Sie sind als Dozentin tätig, haben lange Zeit erfolgreich eine Künstleragentur betrieben, haben aber vor ein paar Jahren auch ein ungewöhnliches Buch veröffentlicht mit dem Titel »Wenn die Seele fliegen lernt«. Darin schildern Sie sehr bemerkenswerte Nachtodkontakte zu Ihrem besten Freund Werner, mit dem Ziel, wie Sie schreiben, die Angst vor dem Leben und vor dem Tod zu nehmen. Erzählen Sie uns doch bitte einleitend, wer Werner für Sie war und wie sein Leben zu Ende gegangen ist. Der Werner war, wie man so schön sagt, ein Seelenverwandter. Ich habe den Werner kennengelernt, da war er 19, ich auch 19. Und dann haben wir uns eine Weile begleitet, also wir waren liiert, fast 10 Jahre. Und dann hat man sich getrennt, aber ja, weil unsere Wege, Lebenswege auseinander gingen. Aber dann ist der Kontakt ja wieder entstanden, aber in einer anderen Form, in einer sehr tiefen Freundschaft. Man hat sich geholfen gegenseitig und so ist es dann geblieben. Und erst recht eben, als diese Krankheit kam, als diese Kopfverletzung kam. Und dann habe ich den Werner so 19 Jahre in dieser Zeit begleitet, auch als Betreuerin im juristischen Sinn. Und dann hat der Werner in den letzten 13 Jahren im Heim gelebt. Und ich würde sagen, es gibt ja Seelenverwandte. Werner war sicher einer meiner Seelenverwandte. Und der ist dann letztendlich an einem Lungenemphysem verstorben. Hat ungefähr noch 6 Monate, war er bettlägerig, war aber sehr klar im Kopf. Und wir haben uns über die Tatsache unterhalten, dass es ja ein weiter Existieren nach dem Verlassen des Körpers gibt. Waren Sie beide an weltanschaulichen Fragen schon immer interessiert oder hat sich dieses Interesse erst aufgrund der Krankheit ergeben? Schon immer, nein. Also das hat sich ergeben, als wir vielleicht so Mitte 20 waren. Wir haben dann so ein Erlebnis gehabt und haben in Starnberg in einer Eisdiele einen älteren Herrn kennengelernt, der sich dann herausstellte, als er sich vorgestellt hat, dass er Doktor der Philosophie und Psychologie war und den ich als weise bezeichnen möchte und der uns beiden jungen Leuten von Nietzsche und Schopenhauer erzählt hat und Goethe rezitiert hat und uns an dieses Thema ein bisschen auch herangeführt hat. Und dann war eben in diesen mehr als 40 Jahren, wo der Werner und ich uns in welcher Form auch immer begleitet haben, das schon ein Thema. Werner war ein einzelner Mathematiker und sehr offen für Einstein und hat immer erklärt, Gabi, Energie kann man nicht töten. Wir bestehen aus Energie und die wird weiter existieren. Wie recht er hatte, muss ich sagen. Sie haben mit ihm also schon zu Lebzeiten über ein mögliches Leben nach dem Tod gesprochen. Haben Sie mit ihm auch über die Möglichkeit einer Kontaktaufnahme nach seinem Tod gesprochen? Die Möglichkeit der Kontaktaufnahme kam eigentlich erst intensiv die letzten Monate. Der Werner hat in seinem Pflegebett gelegen, wie gesagt, hoch entspannt, große Bewunderung, weil er wusste, er wird bald gehen müssen. Und dann haben wir das Thema offen angesprochen.
Und ich kann mich erinnern, in den letzten Tagen, so 5, 6 Tage, bevor er dann davongeflogen ist, ich ihn gebeten habe, wenn dem so sei, was wir so unser Leben besprochen haben, dann möge er sich zeigen, dann möge er mir Zeichen geben, damit wir das untermauern können, weil der Mensch ist ja ungläubig. Auch wenn wir von Dingen mehr oder weniger überzeugt sind, trotzdem, es fehlt ja der letzte Beweis. Und dann habe ich ebenfalls in diesen letzten Tagen, das habe ich auch mit einem Handy aufgenommen, ihn gefragt, ob ich über sein Leben und seine Geschichte ein Buch schreiben darf. Und er hat eingewilligt und ich habe zu dem Zeitpunkt eigentlich ganz andere Pläne gehabt mit dem Buch, weil ich wollte eigentlich die Krankengeschichte niederschreiben mit all diesen Stolpersteinen, auch mit Behörden, mit Ärzten, mit Kliniken, mit Heimaufsichten. Und dann ist alles ganz anders gekommen. Also, der Werner ist dann, ich weiß, ich war einen Tag vorher, dieses Heim, wo er gelebt hat, ein sehr schönes Heim in der Nähe von Traunstein. Ich bin einen Nachmittag vorher dort gewesen. Es sind auch ein paar Heimbewohner mit mir bei ihm gewesen. Er war völlig klar, entspannt, faltenfrei, unglaublich. Und ich bin sehr lange abends geblieben und als ich weggefahren bin, habe ich mir, wissen Sie, haben solche Ahnungen und habe im Auto gedacht, das könnte das letzte Mal gewesen sein. Und so war es auch. Erst am nächsten Tag, das war ein Freitag, das Pflegepersonal hat gefragt, ob er was essen mag. Und er hat gesagt, nein, danke. Und ist gegangen. Völlig entspannt. Wie hat sich nach Werners Tod der Kontakt zu ihm entwickelt? Hatten Sie auch, wie es ja viele Angehörige schildern, den Eindruck einer Präsenz? Oder haben Sie bemerkenswerte Zufälle erlebt, von denen ja auch oft berichtet wird? Ja, es gibt ja keine Zufälle. Also da, ich kann mich sehr gut erinnern, war ein Freitag. Ich bin dann nach Traunstein gefahren, habe den Werner sozusagen verabschiedet. Und dann habe ich am Wochenende hier in meinem Arbeitszimmer gearbeitet. Und dann war es Sonntag und dann war er schon wieder da. Das hat sich so rausgestellt, ich hatte ja einen Hund, den der Werner sehr mochte und der Hund auch den Werner mochte. Und der Leo, der Hund, ist hier raus auf die Terrasse, schwanzwedelnd, völlig aufgeregt und so fiepsend, jaulend. Und ich gucke raus und denke, ich sehe, da ist nichts. Und dann denke ich, Jesus, der Werner sitzt da. Und sage, du bist ja schon wieder da. Aber wie wir Menschen so gestrickt sind, denke ich, naja, vielleicht täusche ich mich ja. Also das war so ein Eindruck, den Sie hatten. Genau. Aber das hat sich ja dann verfestigt. Wie gesagt, ich arbeite und schreibe sehr viel in meinem Arbeitszimmer. Und ich habe wenige Tage, 2, 3 Tage später abends, ich arbeite sehr gerne abends, wenn ich schreibe, ruhig in meinem Arbeitszimmer am PC gesessen und der Hund war mit mir dort und dann höre ich ein Geräusch und denke, komisch, und gehe hier ins Wohnzimmer und sehe, ich hatte an dem Abend, als ich den Werner verabschiedet, muss ich dazu sagen, als ich in dem Pflegeheim war, und dieses Pflegepersonal gesagt hat, nehmen Sie mit, was Sie mitnehmen können. Und instinktiv greift man ja zu Dingen, ohne zu überlegen. Und ich hatte mitgenommen seine Brille für die Durchsicht, wie sich später herausstellte. Sein Handy für die Kommunikation. Sein Knobelbecher, den er so geliebt hat, wissen Sie, mit den 5 Würfeln drin. Und seine Uhr. Für die richtige Zeit.
Und dann, wenige Tage später, ich arbeite in meinem Arbeitszimmer, höre dieses Geräusch hier aus dem Wohnzimmer und gehe hier herüber und sehe auf diesem Stuhl, wo ich die Sachen hergerichtet hatte oder hingelegt habe, ist der Knobelbecher umgefallen. Denke ich, komisch. Und guck auf den Fußboden und zähle die Augen von den 5 Würfeln und es ist 33. Und wenn man sich ein bisschen mit Numerologie beschäftigt hat, dann weiß man, 33 ist die Meisterzahl. Und denke, merkwürdig. Und dann habe ich den Becher, habe ich die Würfel eingesammelt, habe den Becher genommen unten auf dem Fußboden und habe nochmal gewürfelt und wieder 33. Ah, sag ich Werner, verstehe. Die Numerologie war ein Thema, das ihn auch interessiert ja, hat. Ja. Und habe dann versucht weiterzuarbeiten und denke, aha, der ist immer wieder da. Mir war allerdings bekannt, auch als meine Mutter starb, die auch sehr spirituell veranlagt war, dass die nach ihrem Tod, der sehr plötzlich eingetreten ist, fast 2 Jahre immer wieder hier da und war. Und zwar so, dass ich sie riechen konnte. Verstehen Sie, was ich meine? Jeder, gerade Mütter und Kinder, haben ja eine Beziehung und dass ich sie ja direkt spüren und riechen konnte. Weil wir hatten uns noch viel zu sagen. Also mir ist das nicht ganz fremd. Nur hier war es wirklich plastisch. Das heißt, die wenigen Tage bevor der Werner davongeflogen, ich will gar nicht sterben sagen, vermeide dieses Wort, davongeflogen ist, seinen Körper verlassen hat. Und wir das Gespräch hatten und ich sag, na dann wirst du irgendwas, beweg halt irgendwas, wirf eine Kerze um oder so, wie kindlich wie wir sind. Hm? Und so ist es gegangen, es war der Knobelbecher. Und dann habe ich überlegt, und man ist ja in Zweifel, verstehen Sie? Und denke, bilde ich mir das alles ein? Oder kann der wirklich Materie verschieben? Und dann ist vielleicht eine Woche, es hat sich alles innerhalb von so 10, 14 Tage abgespielt. Dann ist etwas passiert, ich weiß, das klingt sowas von absurd, aber ich werde es trotzdem erzählen. In der Küche steht eine Waschmaschine und die ist ja auch nicht mehr, war damals nicht mehr ganz neu. Auf jeden Fall, diese Waschmaschine hat das Wasser nicht abgepumpt. Und ich lasse halt abends, wenn ich arbeite, zwischendurch die Waschmaschine laufen. Also das hat sich über Tage gezogen und ich war, wie soll ich denn sagen, die Wäsche liegt da drin, das Wasser pumpt nicht ab. Und ich war, sauer. Denke, ha, wäre der Werner doch hier, der könnte sowas reparieren. Ich habe ja immer wieder das Wasser abgepumpt. Wissen Sie, unten ist doch ein Ablauf und dann muss man das Wasser abpumpen. Alles mühsam und dann stellt man die Maschine wieder ein und es pumpt nicht ab. Und dann bin ich fünften Versuch habe ich Werner, der hatte immer so einen Werkzeugbeutel, wissen Sie, so einen Stoffbeutel mit Werkzeugen, habe das Ding genommen, habe das auf die Waschmaschine gestellt, habe die Zange und den Hammer und so, sage ich Werner. Also, wenn du wirklich Materie, mach was, mach, reparier die Waschmaschine. Und bin in mein Arbeitszimmer gegangen und habe weitergearbeitet, geschrieben. 3 Stunden später gehe ich in die Küche und denke, so, jetzt schauen wir mal. Und stelle die Waschmaschine an. Wissen Sie, nur mit Spülen und Schleudern. Und stehe davor und das Wasser pumpt ab. Ich glaub's nicht. Und guck an den Küchentisch, an den Platz, wo der Werner unten war. Wissen Sie, kriegen diese Visionen in Sekunden und ich sehe ihn da sitzen, mit triumphierendem Gesicht und leicht grinsend, sage ich, Werner, das ist genial, das ist einfach genial, aber es kann ja auch Zufall sein. Auf jeden Fall, die Waschmaschine ging wieder
Und dann, und das hat mich einige Tage verfolgt, und denke, das. Ich habe dann ein paar Tage später wieder die Waschmaschine, es ging, sie, denke ich, das gibt's nicht. Dauerhaft repariert. Das gibt es nicht. Und dann, der Werner hat vorher entschieden, eine Feuerbestattung. Und ich habe mit seiner Schwester, mit seiner älteren Schwester, die Trauerfeier vorbereitet. Und es hat auch sehr lange, die Familie hat in München am Waldfriedhof ein Familiengrab. Und es hat auch ganz lange gedauert. Und ich habe dann immer, sag ich, weißt du schon, wann die Trauerfeier ist? Und dann rief sie an und sagt, die ist am 5. Mai. Und mir ist der Hörer aus der Hand gefallen, das ist mein Geburtstag. Und denke, oh, sag ich, Ingrid, kannst du versuchen, das zu ändern? Ja, sie versucht. Und das ging nicht zu ändern. Und dazu muss ich sagen, der Werner hat in all diesen vielen Jahren, in 42 Jahren, niemals meinen Geburtstag vergessen. Egal, wo der war ja auch viel im Ausland, egal, wie krank der war, er hat nie meinen Geburtstag vergessen. Und ausgerechnet an meinem Geburtstag ist diese Urnenbeisetzung. Und dann habe ich gedacht, Jesus, schon wieder ein Zeichen. Sind das die vielen kleinen Zeichen, die wir brauchen? Wissen Sie, man redet über 40 Jahre von solchen Themen und dann tritt es tatsächlich ein und dann sitzen Sie da und glauben es trotzdem nicht. Wie verrückt ist der Mensch eigentlich? Also Sie haben nach weiteren Beweisen gesucht? Ja, natürlich. So ist ja der Mensch gestrickt. Ich bin ja auch eigentlich sehr bodenständig und über einen Beruf aus und denke, aber das häuft sich jetzt so sehr. Und dann ist mir eingefallen, ich hatte eine Kollegin beruflich und die hat so 2 Jahre vorher mir erzählt, sie hat ihre Mutter begleitet und dann nach dem Tod ihrer Mutter hat sie ein Medium in Anspruch genommen, um nochmal mit der Mama zu reden. Aha, sag ich, interessant. Und hat mir dann auch den Namen genannt und dass die in der Nähe hier von München lebt. Und ich habe das irgendwie aufgeschrieben und habe, wie man halt so ist, den Zettel irgendwo in einer Schreibtischschublade. Auf jeden Fall ist mir diese Geschichte wieder eingefallen. Ich wollte mich aber nicht der Kollegin offenbaren, denke ich. Ich weiß ja, ich denke ja selber schon, ich bin im falschen Film und spinne. Und habe dann rumgewühlt und ein paar Tage später habe ich den Zettel gefunden, tatsächlich Vera Luxinger mit einer Telefonnummer. Und denke, die rufe ich jetzt an. Und dann habe ich die Dame angerufen und dann war die sehr nett am Telefon. Und dann hat sie gefragt, ja, in welcher Beziehung ich denn mit dem Verstorbenen stehe. Und dann habe ich ihr das kurz erklärt, dass wir uns eben so lange begleiten. Und das, und wann der verstorben sei, na, sage ich, am 9. April. Also die Dame, dieses Medium, ich muss dazu sagen, ich war vorher nie bei einem Medium. Und die wollte auch, ich habe gefragt, brauchen Sie irgendwelche Informationen? Nein, 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 sie möchte überhaupt nichts wissen, sondern eben nur den Vornamen und wann er gegangen ist. Und dann bin ich an einem sonnigen 1. Juli 2015 dorthin gefahren. Vor lauter Aufregung habe ich das erst gar nicht gefunden, dann war ich endlich da. Dann öffnete mir eine hochgewachsene blonde Frau die Tür, war total nett und angenehm, führte mich in einen so lichtdurchfluteten Raum mit einer kleinen Sitzgruppe und erklärte mir, wie jetzt der Ablauf sei, weil ich ihr sagte, ich war noch nie bei einem Medium. Na, sagt sie, wir werden ein bisschen uns entspannen. Das kannte ich schon. Ich muss dazu sagen, ich mache seit den frühen 90er Jahren Mentaltraining nach einer amerikanischen Methode, Silver Mind Control. Und das habe ich eigentlich auch genutzt für meine berufliche Tätigkeit, die manchmal sehr anstrengend war. Auf jeden Fall war mir bekannt, wie man sich so in 5-6 Minuten entspannen kann. Und dann sagte sie, sie hat einen geistigen Helfer, das
oder Helferin Talim schon seit 15 Jahren und diese Helferin hilft ihr, die Person rauszufiltern, mit der sie sprechen möchte. Auch das war mir nicht unbekannt, weil ich weiß, wir wissen, Goethe war es, glaube ich, die Geister, die ich rief, kriege ich nicht mehr los. Ja? Also wenn man dann schon die Geister ruft, dann können auch ganz viele Geister kommen. Also gibt es eine in der anderen Welt, eine Talim, und die filtert eben, dass wir auch den richtigen Werner sprechen können. Und dann hat sie gesagt, sie nimmt das Gespräch mit dem Handy auf. Und ich kriege eine CD. Oh, sag ich. Und dachte mir, aha, die ist mutig oder überzeugt von dem, was sie tut, dass sie mir ein Dokument mitgibt, ein Sprachdokument. Na, auf jeden Fall, so ist es geschehen. Und die Vera ist dann in sich gegangen und ich war auch relativ entspannt. Und dann hat sie eben mit Talim gesprochen und dann hat eben Talim gesagt, oh ja, gut, dass wir da sind, weil der Werner steht hinter ihr und ist schon ganz aufgeregt, weil er einiges zu sagen hat. Und ich, ah ja, ich muss sagen, ich sollte ein paar Fragen vorbereiten, die aber ich dieser Vera vorher nicht gegeben hat. Also in der laufenden Sitzung habe ich meine Fragen gestellt. Fragen, die zum Teil ja nur der Werner beantworten konnte. Zum Beispiel? Zum Beispiel, ob er derjenige war, der die Waschmaschine repariert hat. Das hat ja diese Vera, dieses Ereignis gar nicht wissen können. Und er sagt, jawohl, liebe Gabi, aber du glaubst gar nicht, wie schwer es ist, Materie zu bewegen, wenn man keine Hände mehr hat. Und die Vera während dieser Laufen lacht und ich denke, Jesus, ja, na klar. Und so hat er auch im Leben gesprochen, verstehen Sie? Auf jeden Fall nicht. Bin nach der einstündigen Sitzung, die hat mir dann die CD gebrannt, bin ich in mein Auto gestiegen, bin wie in Trance hier nach Hause gefahren und habe mich 3 Tage nicht getraut, diese CD anzuhören. Und war völlig, denke, mein Gott, ich bin im falschen Film. Und dann habe ich abends die CD angehört und war völlig, völlig geschockt. Ehrlich gesagt, und habe ganz viel geweint und dann denke ich, mein Gott. Und dann, immer noch ungläubig, habe ich einen guten Bekannten angerufen. Dazu muss ich sagen, der ist Arzt und Psychotherapeut und der kannte den Werner, weil er den, als eben dieser Unfall war, auch betreut hat. Aber dieser Ludwig heißt er, ist sehr offen für solche Dinge. Auf jeden Fall, ich habe den angerufen, habe dem das kurz erklärt und sage, komm hierher. Und dann hat er mit mir die CD, dieses Gespräch angehört und sagt, das ist total authentisch. Ja, sag ich, das ist eigentlich der Wahnsinn. Also die Art, wie Werner war, wie er gesprochen hat, ist ja, ganz deutlich rübergekommen. Ganz deutlich rübergekommen. Und dann war ich, ja, geschockt. So, denke ich, okay, gut, ich muss dieses Buch, ich habe ja gesagt, wissen Sie, man sagt so Dinge dahin, ich weiß, das geht sicher anderen Menschen auch so, in den letzten Tagen und sage, ich schreibe ein Buch über dich und so, und dann tritt das Ereignis ein, dass er davonfliegt und man ist nicht in der Lage und sagt, naja, irgendwann schreibe ich dann schon das Buch. Und dann denke ich, okay, ich werde beginnen. Dann habe ich angefangen, eben ein Buch zu schreiben, aber mehr gerichtet auf den damaligen fatalen Kopfunfall. Der Werner ist in der Treppe hinuntergestürzt. Die falsche Behandlung
Man hat kein CT gemacht. Der Werner hatte 2 Einblutungen im Vorderhirn. Die Krankenhausleitung hat gesagt, er wird sich verändern. Ich habe gar nicht gewusst, was eine Persönlichkeitsveränderung ist. Das hat sich dann gezeigt. Auf jeden Fall passiert Folgendes. Ich hatte so die ersten 20, 30 Seiten, so wie ich mir das Buch vorgestellt hatte. Und wieder sitze ich abends im Arbeitszimmer vor dem PC und ich höre einen Knall aus der Küche. Und ich gehe in die Küche, mache Licht und meine Schultafel mit dem, wissens früher hat man ein Griffel-Etui gehabt. Das steht in der Küche oben auf dem Regal seit 30 Jahren. Und das liegt auf dem Boden. Und denke, oh Gott, Tafel, Griffel, schreiben. Denke ich, und jetzt? Was passiert jetzt? Und nehme die Tafel, leg die auf diesen Küchentisch und denke so, was passiert jetzt? Schreibt jetzt irgendeine unsichtbare Person irgendeine Nachricht? Natürlich nicht. Auf jeden Fall, ein paar Tage später habe ich diese Vera, dieses Medium wieder angerufen. Ich habe die gefragt, sage ich, wie ist das eigentlich mit anderen Leuten, ihren Klienten? Kommen die öfter? Nein, 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 sagst du, die kommen einmal, sprechen mit dem verstorbenen Angehörigen oder Freund und dann ist es gut. Dann sage ich, das hier ist anders. Ich möchte bitte noch eine Sitzung buchen. Und sie sagt, ist was passiert? Dann sage ich, das möchte ich jetzt nicht darüber reden. Auf jeden Fall, ich bin wieder zu ihr hin. Und wir haben ein gleiches Prozedere. Und der Werner war schon wieder ganz aufgeregt und hat gewartet, sagt eben dieses geistige Wesen Talim. Und dann hat er, weil ich ihn nach der Tafel gefragt habe, und dann sagt er, natürlich Gabi, es hat mit dem Buch zu tun. Du hast ja schon begonnen, aber das ist nicht das Buch, was ich mir gedacht habe. Und denke, auch diese Sitzung übrigens ist natürlich wieder, gibt es ein Audioprotokoll. Und ich habe so meine Fragen gestellt und bin wieder ganz perplex hier retour und habe mir dann eben am nächsten Abend das in Ruhe angehört und denke, ja, er hat recht. Es sollte kein Buch des Leidens werden, sondern ein Buch, und das war eine ganz klare Aussage nachzulesen in dem Buch. Es sollte ein Buch werden, das Mut und Hoffnung vermittelt und nicht ein Buch des Leidens, weil er hat uns beschrieben oder mir beschrieben in dieser laufenden Sitzung, welche Möglichkeiten er jetzt hat in dieser anderen Welt, wie das alles parallel, nicht linear abläuft, sondern parallel. Und weißt du, Gabi, eigentlich ist das Buch ja schon geschrieben. Und wieder habe ich gesessen und war, ja, mal im Umgang geplättet und denke, mein Gott, das verselbstständigt sich, ja. Wir haben dann verabredet, also bei der zweiten Sitzung, dass ich eben möglicherweise den Werner noch öfter sprechen muss, wenn wir an dem Buch arbeiten. Er hat auch explizit über das Medium gesagt, er möchte als Mitautor benannt werden. Und auch dieses geistige Wesen Talim sagte über dieses Medium, dass die geistige Welt mit uns ist an diesem Projekt, um eben den Menschen, den ganz normalen Menschen, dieses Thema näher zu bringen, dass es eben nicht vorbei ist, wenn wir den irdischen Körper verlassen, sondern dass wir unsere Fähigkeiten, unsere Anlagen, unser Wissen mitnehmen in eben diese andere Dimension und damit auch denen, die noch hier sind, helfen können. War das die Kernbotschaft? Absolut. Wir können nichts mitnehmen an Materie.
völlig uninteressant. Verstehen Sie? Aber das war mir schon lange klar. Wir können unsere Häuser nicht mitnehmen, nicht unser Geld, nicht unser Hab und Gut. Alles völlig irrelevant. Aber wir nehmen unser geistiges Potenzial mit. Und das ist ganz wichtig zu wissen, dass was wir hier lernen, auch das hat er gesagt in einer weiteren Sitzung, die Erde ist ein Lernplanet und das war mir schon klar und das ist ganz deutlich geworden, auch wenn dieses Lernen manchmal mühsam ist. Verstehen Sie? Es ist, wir alle kriegen immer Chancen geboten und es ist manchmal mühsam, sie aufzuheben, so sehe ich das, weil man sich ja anstrengen muss und auch sich vielleicht überwinden muss, Dinge, neue Aufgaben anzunehmen und auch auszuführen. Ja? Und das, aber dieses Potenzial ist ein Reichtum, der uns nicht genommen wird und den wir mitnehmen in eine andere Dimension. Sie haben es also so erlebt, dass der gesamte Schreibprozess aus der geistigen Welt geführt worden ist. So ist es, weil es hat sich ja dann verselbstständigt. Anders kann ich das nicht sagen. Es sind ja dann immer wieder in Abständen Dinge passiert. Der Werner hat sich bemerkbar gemacht, sichtbar gemacht und hat auch eben in der zweiten oder dritten Sitzung angekündigt, er wird mit mir am Abend schreiben oder mir Dinge eingeben. Ich habe eine gute Intuition, ich kann also solche Dinge auch empfangen. Und es sind, ja, insgesamt, der Prozess war über 2 Jahre und es sind daraus 9 Sitzungen geworden in Abständen. Und es ist immer mehr zutage gekommen. Wir haben jedes, ich sage wir mit Absicht, ich habe das Buch nicht alleine geschrieben, der Werner war mit mir. Und es sind diese Sitzungsprotokolle, die ja allesamt aufgenommen wurden, habe ich 1:1 in diesem Buch wiedergegeben. Also ich habe nichts weggenommen, ich habe auch nichts hinzugefügt, so wie es war. Und daraus in der dritten, vierten Sitzung, die Gespräche wurden immer intensiver. Also auch mit Botschaften, mit Ansichten oder wie eben die geistige Welt manche Dinge sieht. Ich kann ja nur sagen, dass ich sehr hautnah gespürt habe, dass der Werner mir Ideen oder Formulierungen eingegeben hat, ob Sie es glauben oder nicht. Es ist so, sowas passiert. Sie sind durchlässig, aber es ist auch gleichzeitig anstrengend, weil Sie empfangen Botschaften, nonverbale Botschaften, die ja Sprache übersetzt werden müssen. Genau, genau. Und manchmal konnte ich gar nicht so schnell auf der Tastatur meines Computers schreiben, wie diese Botschaften geflossen sind. Unglaublich. Sie fanden während dieses Schreibprozesses viele Bestätigungen für Themen, die Sie und Werner interessiert haben. Aber gab es in den Botschaften auch Überraschungen für Sie, Gegebenheiten, die Sie sich vorher ganz anders vorgestellt hatten? Ja, eine kindliche Frage von mir über das Medium war, wie das in der geistigen Welt so abläuft und was Sie da so tun. Und Werner sagt, du wirst gar nicht glauben, wir sind hier sehr beschäftigt. Wir helfen anderen Verstorbenen, die zu uns kommen. Wir helfen den Kinderseelen, die zu uns kommen. Und wir geben eben euch, wie in diesem Fall mir, auch immer wieder Impulse. Ihr müsst nur lernen, diese zu empfangen. Und so empfangen sie eben diese Botschaften und diese Gedanken und auch Lösungen. Ich sage Ihnen, und das passiert auch weiterhin, dass ich in manchen Dingen, auch berufliche Dinge, frage, aber sie mich in eine entspannte Situation bringe, das geht meistens abends, der Alltag
ballert ein ja so zu in eine entspannte und stelle konkret Fragen, auch ohne das Medium, sage ich, Werner, ich habe dieses und jenes Problem zu lösen und gib mir einen Hinweis. Und das kann nicht sofort passieren, aber das kann am nächsten oder übernächsten Abend passieren, dass ich plötzlich die zündende Idee bekomme, dieses Problem oder diese Angelegenheit zu lösen. Und das kommt nicht nur von mir, verstehen Sie? Das kommt von woanders, denn offensichtlich haben die in der geistigen Welt den weitaus besseren Überblick. Ihrem Buch liegt auch eine Audio-CD bei. Was haben Sie dafür ausgewählt? Die erste Sitzung. Ich habe einige Leser gesprochen, die mir sagten, sie haben Wochen gebraucht, um diese CD anzuhören, um sich zu überwinden dazu. Weil offensichtlich für viele Menschen ist das dann doch so noch immer so ein Tabuthema und so ein Angstthema, was ich übrigens überhaupt nicht verstehe. Schauen Sie, wenn Sie einen Partner haben oder einen Ehepartner oder eine Mutter, Vater oder einen engen Vertrauten, der in die andere Welt gegangen ist, wo ist das Problem, mit dem auf einmal wieder zu sprechen? Ich habe ja vorher auch mit dem gesprochen. Und das ist offensichtlich für manche Menschen eine Überwindung. Aber wie gesagt, in dieser ersten Sitzung, die ja noch relativ harmlos verlief, verstehen Sie, gemessen an den weiteren 8 Sitzungen, war die erste Sitzung so, ja, Small Talk. Die ist noch zumutbar. Genau. Während die nächsten Sitzungen, und da ging ja auch die erstens meine Zielsetzung hin und auch offensichtlich die Zielsetzung von denen in der anderen Welt. Und Werner, dass es wirklich immer intensiver wird, auf Probleme, die uns alle angehen, zu sprechen zu kommen. Sie möchten mit Ihrem Buch, wie Sie schreiben, Mut zum Leben machen, zu einem Perspektivwechsel anregen. Kurz zusammengefasst, Sie wollen dazu beitragen, dass die Menschen die Angst vor dem Tod verlieren. Ist das richtig? Absolut richtig. Ich will damit eigentlich, oder wir möchten den Menschen klar machen, dass ihr geistiges Potenzial, ihr geistiges Guthaben, oder wie soll ich das nennen, mitgenommen wird. Das heißt, es ist nicht zu Ende, wenn wir den irdischen Körper verlassen, sondern es fängt eine völlig neue und auch freie Lebensart, wenn man das so bezeichnen darf, Lebensart in der anderen Dimension beginnt. Aber wir nehmen nur das mit, was wir hier erarbeitet haben. Verstehen Sie, wenn wir also hier, wie alt wird ein Mensch, 80 Jahre sorglos vor uns hingelebt haben und versucht haben, viel Materie um uns anzuschaffen, na dann werden wir nicht in der geistigen Welt erleuchtet werden. Verstehen Sie, dann braucht es eben noch ein oder zwei Leben. Auch das ist klar geworden. Wir durchleben mehrere Leben und nicht nur eins, weil das, was wir alles zu lernen haben, können wir gar nicht in einem 80-jährigen Leben lernen. Jetzt haben Sie schon auf meine letzte Frage übergeleitet. Glauben Sie, dass Sie Werner wiedersehen werden in einer jenseitigen Welt oder vielleicht in einem nächsten Erdenleben? Absolut sicher. Absolut sicher, auch das ist zur Sprache gekommen, dass wir, der Werner und ich, Seelenverwandte sind, aber dass es dazu noch mehr Menschen gibt, die auch mit uns seelenverwandt sind. Denn es passiert uns auch im Leben, dass sie jemanden kennenlernen und haben so, wissen Sie, für einen Moment, für eine Zehntelsekunde das Gefühl, ich kenne den schon. Er oder sie ist mir so vertraut. Und das passiert ganz vielen Leuten. Also wir werden uns mit Sicherheit in einem nächsten Leben wieder treffen und wieder vielleicht uns begleiten, in welcher Form auch immer.
um eben nochmal dazu zu lernen. Aber wie ich schon gesagt habe, dass wer nicht bereit ist, hier zu lernen, kann auch nicht erwarten, dass eben in dem Moment, wo er seinen Körper verlässt und in die geistige Welt kommt, dass die große Erleuchtung passiert. Er nimmt das mit, das Potenzial, was er hier erarbeitet hat. Materielle Werte sind aus dieser Sicht also nicht das höchste Ziel im Leben. So ist es. Völlig. Aber das habe ich schon lange geahnt, aber ich weiß es jetzt, es ist völlig unwichtig eigentlich. Natürlich ist es schön, in einer netten Wohnung oder Haus zu leben, aber es ist so unwichtig, wie viel Millionen Sie auf dem Bankkonto haben. Sie können es nicht mitnehmen, einzig und allein ihre geistigen Potenziale. Und das wiederum, diese Erkenntnis, macht es doch so leicht, irgendwann unseren Körper zu verlassen. Gemessen an unserer Zeitrechnung, weil in der geistigen Welt gibt es ja keine Zeitrechnung, an unserer Zeitrechnung ist das doch eine wunderbare Aussicht, 75 oder 80 Jahre hier auf diesem Planeten zu sein, zu lernen, neugierig zu sein, neue geistige Dinge in mir aufzunehmen, um dann irgendwann in Frieden mit mir selbst und mit allem meinen Körper zu verlassen und in der geistigen Welt mich eben anderweitig zu betätigen. Frau Skada, danke für die Einblicke in Ihre Erlebnisse, für Ihre Offenheit. Viel Erfolg für Ihr Buch und herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön.